Leute, Leute, heute wird es ziemlich crazy, denn es gibt irgendwo da draußen eine Taki-Yacht, Leute. Und unsere Mission wird es sein, diese Taki-Yacht zu schnappen, weil seitdem läuft mein Business gar nicht, Leute. Und wer die Taki-Yacht hat und wie sie aussieht, das erfährt ihr, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und let's go. Leute, 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 ich habe ein riesiges Problem in meinem Taki-Autohaus. Ich habe die besten Taki-Autos, die man überhaupt sich vorstellen kann. Aber es läuft gar nicht. Warte mal, ich glaube, da ist ein Kunde oder so. Ja, ich komme. Ja, 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 warten Sie. Ja, ich komme doch. Hallo, ja, was los, was los, was ja, los? Schönen guten Tag. Ich war mal hier vor 2 Wochen, habe die Taki-Lambo bei Ihnen gekauft. Ja, ist doch super, oder nicht? Und, ja, und ich habe aber gelesen, mit Kleingedruckten ist eine Rückgabegarantie, ja? Ja, 2 Wochen. Vom ersten. Ja, nein, 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 ja, 2 Wochen, aber ich habe noch 4 Stunden Zeit, das zurückzugeben und ich würde das Auto gerne zurückgeben. Warum? Ja, die Taki-Autos sind doch nicht mehr das, was sie mal waren. Jetzt ist doch alles auf dem Wasser heutzutage, nicht? Die Taki-Yacht-Party, da gehe ich hin. James, was für eine Taki-Yacht-Party? Was wollen Sie mir damit sagen? Sie wollen diesen Taki-Lamborghini weggeben, um für irgendeine Yacht-Party da Geld zu haben, oder was? Ja, natürlich, ne? Also mit dem Lambo, da macht mein kleiner Sekretär Neffe interessiert sich mal so dafür. Ja, also, komm, ich hätte jetzt gerne meine Moneten wieder. Jetzt zack, zack. Ja, wissen Sie was? Okay, ich überweise es Ihnen zurück. Aber bitte können Sie mir sagen, was hat diese Taki-Yacht auf sich? Wie kommt man da hin und was für eine Party findet da statt? Das können Sie nur verstehen, wenn Sie selber mal da gewesen sind. Ja, also, das ist wie gesagt, das ist am Beach. Die Yacht sieht man da. Da ist eine riesen Party heute. Und ich gehe jetzt erstmal hin. Ich habe keine Zeit mit solchen Taki-Autos. Was für eine Party, Leute? Ihr seht es, Leute. Mein Business ist komplett eingestürzt. Irgendwelche Taki-Yachten oder Yachtpartys machen mein Business kaputt, Leute. Die Leute interessieren sich nicht mehr für Sportautos, sondern für Yachten. Und ich sage euch ehrlich, das kann nicht sein. Wir werden heute aufs Wasser gehen und rausfinden, was es dahinter steckt, Leute. Was ist eine Taki-Yacht und wer macht diese Partys, Freunde? Wir müssen aber erstmal rausfinden, wo das Ganze stattfindet. Leute, ich habe jetzt mein Auto geschnappt und ich werde jetzt sofort zum Strand fahren, weil der Typ meinte ja irgendwie am Strand kann man da irgendwas finden. Da hinten ist eine ganz normale Yacht. Hat jetzt nicht mit einer Taki-Yacht was zu tun, aber ich... Oh, warte mal, da vorne. Seht ihr diese komischen Securities? Okay, vielleicht müssen wir mit denen quatschen, um rauszufinden, was diese ganze Party, Taki-Yacht und alles auf sich hat. Hallo? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich suche eine Taki-Yacht-Party, Taki-Yacht. Ich weiß auch nicht, was da abgeht. Ich bin der Taki-Autohausbesitzer von Los Santos und ich interessiere mich dafür, ja? Ach, die Heilige, haben Sie mal in letzter Zeit, die letzten Tage mal in den Spiegel geguckt? Wieso? Was ist mein Bart krumm oder meine Haare? Also, abgesehen davon, ob Sie ein Ticket haben oder nicht, mit dem Dresscode lasse ich Sie nie im Leben durch. Okay, also man muss erstmal gut aussehen dafür. Und wo ist die Party? Welche Yacht? Haben Sie ein Ticket? Nein, habe ich nicht, aber welche Yacht ist überhaupt die Party oder sonst was? Und wo kriege ich ein Ticket her? Ein Ticket. Wo ist das Ticket? Sie müssen es kaufen. Ja, wo? Ja, ich glaube, über Sales in der Stadt. 200.000. 200.000 für ein Party-Ticket? Ist da irgendwie kostenlos Lamborghini oder was gibt's da? Das Problem ist, es ist schon fast komplett ausverkauft. Also, jetzt sind wir unter uns. Ich glaube, auf normalem Weg kriegt man keine mehr. Vielleicht musst du hoffen, dass irgendjemand verkauft auf dem Schwarzmarkt oder so. Okay, ich besorge mir ein Ticket und dann gucken wir mal, mein Lieber, okay? Hey, warte mal. Ja? Selbst wenn du ein Ticket hast, mit den Klamotten kommst du im Leben nicht hier rein. Okay, ich besorge mir ein Ticket und ich besorge mir neue Klamotten. Das kann doch nicht sein. Wir sehen uns gleich, mein Lieber. Und dann werden wir sehen, wer hier der Taki-Meister ist, mein Lieber. Auf Wiedersehen. Ey, Leute, irgendwie muss man 200.000 Euro für ein Ticket ausgeben. Ich weiß nicht mal, wo ich das Ticket herbekommen soll. Und man muss einen Dresscode haben, Leute. Wir fangen mal Step by Step an. Ich fahre jetzt kurz zum Klamottenladen, werde mich erstmal umziehen, dass ich ein bisschen, keine Ahnung, schicker bin für die möchtegern Taki-Party. Ich will einfach rausfinden, wer diese Taki-Party macht und ob es eine Taki-Yacht gibt, Leute. Aber wir haben hier einen Laden, Leute. Wir gehen mal hier rein und gucken, ob wir was Passendes kaufen können, Freunde. Okay, Leute, wir sind jetzt beim Klamottenladen angekommen. Vielleicht, weil der Klamottenladen am Strand liegt oder in der Nähe des Strandes, waren hier vielleicht andere Leute für den Taki-Party-Dings einkaufen. Ich frag den jetzt einfach mal. Hallo. Ja, guck mal, die Hose steht mir, oder? Oh, hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich brauche ein Outfit und zwar, ich weiß nicht, haben Sie zufällig was mitbekommen von der Taki-Party?
Okay, okay. Ich verstehe. Lassen Sie mir ganz kurz. Oh, die Schuhe. Katastrophal. Das sind Lackschuhe, ganz normal. Oh Gott, da muss ich doch. Oh, warten Sie ganz, geben Sie mir das Desinfektionsmittel. Das sind ganz normale Schuhe, Sir. Ich wollte nur wissen, ob hier irgendjemand schon für Taki Party oder sonst was eingekauft hat. Kann ich hier vielleicht irgendwelche Outfits haben, die für eine Taki Party Dresscode. Du redest hier gerade mit François und ich kann alles machen, wie du willst. Na, okay, François, ich bräuchte irgendwas, ein Taki Outfit, okay? Mhm, lass mich mal ganz kurz, guck mich mal an, bitte. Ja. Mach ich mal deinen Arm bitte hoch. Ja, bitteschön. Ach du, ja, oh, trainieren gehst du aber, ne? Ja, die Jacke ist... Da finden wir was. Okay. So, da haben wir die Schuhe mit. Okay, Leute, keine Ahnung, aber scheinbar hat der Typ Ahnung, Leute. Ich hoffe, der hat ein richtiges Taki-Outfit für mich. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Haben Sie die Klamotten? Ich bin auf dem Kleide mit dir. Hey, Leute, ich zieh mich kurz um und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich habe mein Outfit umgezogen. Guckt mal, wie ich aussehe. Das soll ein Taki-Outfit sein. Irgendwie so lila, rot, lila. Und wie sehe ich aus? Was sagt von... Du fragst wirklich, was François? Ja, also ich finde es... Einankleidet? Denkst du, ich gebe keine guten Tipps? Ja, okay, das sind die besten Tipps, die ich jemals gesehen habe. Was kostet... François hat dich zu einer hetzischen Ente zu einem schönen Schwan gemacht. Dankeschön, François. So, bitteschön das Geld, die Dame. So, vielen Dank. Au revoir, auf Wiedersehen und hoffentlich sehen wir uns nie wieder. So, Leute, wir sind jetzt erstmal raus. Also der Typ war ganz schön komisch, aber ich glaube, der wird schon verstehen, was ich gesucht habe. Denn wir müssen jetzt ein Taki-Ticket besorgen, Leute. Und ich kenne eigentlich nur einen Mann, der wahrscheinlich ein Taki-Ticket mir besorgen kann, wenn wirklich alle ausverkauft sind, nämlich Tuan, Leute. Vielleicht geht er auch zur Taki-Party. Eigentlich passt sein Hemd ja zur Taki-Party. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch dort, aber wir fahren erstmal rüber zu Tuan. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich bei Tuan. Ich hoffe, wir kommen pünktlich an und können... Oh. Da ist er sogar. Moin, Tuan! Yo, was geht? Los, was? Ich mach gleich mein Morgentraining. Was geht, Tuan? Und zwar, ich wollte dich fragen, ob... Ich mach Training ein bisschen. Genau, ich wollte fragen, ob du zufällig was von der Taki-Party mitbekommen hast. Oh ja, natürlich, ich geh da hin, ich hab Ticket. Du gehst da hin? Ja. Ich habe ein riesiges Problem. Bei mir kaufen die Leute nicht mehr Taki-Autos, weil die jetzt unbedingt Taki-Yachten oder sowas haben wollen. Und ich muss unbedingt auf diese Party, um den Kontakt zu finden, wer diese Taki-Yachten hat. Und hast du vielleicht noch ein Ticket übrig, Bro? Bitte. Ich habe nur meins. Ich will selber dahin gehen. Geh mal aus dem Weg hier. Warum willst du dahin gehen? Warum? Guck mal, mein Hemd an. Perfekt mit Taki. Ja, aber. Ausgelöst! Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ich könnte ja dir das Ticket abkaufen. Aber was brauche ich denn von dir? Ich brauche gar kein Geld. Geld habe ich genug. Weißt du, was zu deinem Hemd übelst gut passen würde, Tuan? Was denn? Ein Taki-Auto. Guck mal. So ein AMG Taki Edition. Guck mal, wie cool. Der ist so schön lila. Alles drum und dran. Mega. Ich würde ihn dir geben für ein Ticket. Weißt du was? Was? Etwas eh dazu kommen, dass ich in der Party jeden vermöbelt hätte. Deswegen, ja, okay, gib mir Auto. Okay, dann das Taki-Ticket einmal bitte. Ja, hier, bitteschön. Danke. Darf ich dein Lambo nehmen, ausleihen? Der hat überlebt, den kannst du haben, den wollte ich einen kaputt machen. Dankeschön. Viel Spaß mit dem Taki-Mobil. Danke. Ciao, ciao. Leute, okay, wir haben jetzt alles. Wir haben ein Taki-Outfit, wir haben ein Taki-Ticket. Ja, danke, Tuan, danke. Let's go! Okay, gut, dass vielleicht Tuan nicht auf die Party kommt, denn wir müssen ausfindig machen. Alter, mein Auto fährt wegen Tuan so komisch. Wir müssen nämlich jetzt auf die Party rausfinden, wer dieser Taki-Yachthändler ist oder sonst was und den auf jeden Fall zur Rede stellen, weil wenn er in mein Business kommt, dann gibt's Rache, Leute. Und deswegen ab zur Taki-Party. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich da. Hier vorne waren diese ganzen Securities irgendwo. Okay, da stehen die immer noch. Jetzt komme ich wenigstens mit Lambo angefahren, mit Ticket, mit Outfit, alles drum und dran. Perfekt. Yo, da bin ich wieder. Na? Bleib stehen. Ja, ich habe auch das Ticket, ne? Ich sehe schon, was du alles bitteschön. Taki-Outfit, okay. Taki-Ticket, alles bereit für die Party. Oh Gott. Ich mach jetzt den Controller, ob du Waffen dabei hast. Oh Gott, ich hab Waffen dabei eigentlich, Leute. Oh. Deine Waffen ins Auto. Na gut, okay. Leute, ich muss meine Waffen ablegen. Ich hatte alles dabei, Leute. Pistolen, Bomben, alles.
damit ich, ja, wie soll ich sagen, denjenigen fassen kann, der mein Business kaputt macht, Leute. Aber egal, alles weg, jetzt kannst du nochmal durchscannen. Gar nichts mehr, Leute, unbewaffnet, komplett, Leute, gar nichts. Okay? Alles klar, mitkommen. Danke. Und was ist da genau für eine Party, dass die Leute 200.000 Euro für ein Ticket zahlen? Okay. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da abgeht. Okay, Leute, da ist ziemlich, ziemlich voll. Alter. Guck mal, die haben alles dabei. Haie. Ja, danke. Perfekt. Ich glaube, das ist kein Problem, kurz Nest zu werden. Ja. Alles gut, alles gut. Party, Okay, Leute, wir sind auf der Party angekommen. Der hat uns abgelassen und wir sind da. Okay, hier ist richtige Party los. Heute die Musik und so. Alter, was geht hier ab, Freunde? Okay, hier ist auf jeden Fall eine dicke Party. Aber guck mal, da hinten sehe ich schon ein Security. Da vorne ist ein DJ. Okay, der Security ist schon mal am Start. Ich will jetzt... Der eine läuft hier rum. Warte, vielleicht könnte der dieser Taki-Typ sein. Ich weiß nicht. Oh Gott, obwohl der sieht ziemlich alkoholisiert aus, Leute. Ich glaube nicht, dass der der Typ ist. Guck mal, wie der hier rumläuft, Freunde. Wir müssen jetzt jeden beobachten, der vielleicht die Person sein könnte. Oh, ja, nee. Ich glaube nicht, nee, Leute, der sieht echt kaputt aus. Wir laufen lieber mal weiter. So, also, ganz komische Party. Vorne steht ein Security. Vielleicht kann ich hier durch. Security, ich laufe hier durch, ja. Darf man? Okay. Okay, der hat mich einfach durchgelassen. Okay, das sieht alles verwüstet aus. Das ist doch keine normale Party. Guckt euch mal an, was hier abgeht. Hä? Also irgendwas komisch. Oh Gott. Was passiert hier, Leute? Das ist eher Verwüstung anstatt eine... Der eine klopft hier an die Tür, der andere macht da, die anderen sind da kaputt. Also irgendwie wurden die ganzen Leute komplett abgezogen, Leute. Das ganze Geld aus den Taschen gezogen und überall auch diese ganzen Secure... Ein Rap-Video wird da drin gedreht. Okay, also geisteskrank, was hier abgeht, Leute. Aber ich brauche unbedingt jetzt den Taki-Typen. Wer könnte es sein? Ich glaube, wenn der Taki-Typ irgendwo ist, dann wird er oben auf dem Schiff sein oder so. Okay, da ist irgendein Typ hinter mir. Bleiben Sie, mache ich bitte stehen. Was? Sie haben eine schöne Jacke. Sie sind schön gekleidet worden. Von wem wurden Sie gekleidet? François oder so, ich habe keine Ahnung. François. Sie sehen ihm ziemlich ähnlich, ja? Ah, François, mein Bruder. Und Sie sind wer? Ich bin... Valetto, ich kann das Salsa tanzen. Excuse me, tanzen Sie mit mir. Ja, ganz. Zeig mir ein Tanzbettel. Da Savitsche, guck, Leute. Ich kann Savitsche tanzen. Ja, okay, ich zeig Ihnen jetzt ein Tanzbettel, wenn Sie mir aber danach sagen, wo ich den Taki-Inhaber finde, der diese Yachtparty macht und alles. Sie möchten finden die Taki-Inhaber? Ja. Yeah. Das ist natürlich. No, gar kein Problemo. Ja, okay, dann werde ich jetzt kurz meinen besten Dance-Move auspacken, Leute. Ich kann absolut nicht tanzen, aber... Oh yeah, Maraschino. Oh yeah, guck mal an hier. Magic Man, pam, pam, zack, 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 hier. Und hier, und jetzt, guck mal hier. Bam, 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 bam. Und smooth, und smooth. Und hier, und ha, und zack. Und guck dir das an, und zack, und zack. Was denn? Wie ist Ihr Name, bitte? Rüssig ist mein Name. Können Sie mir jetzt helfen? Rüssig, ich muss Ihnen sagen, Ihr Tanz war beschämend, aber wissen Sie, was mir gefallen haben? Nein, ich weiß nicht. Ihnen war egal, wer was denke von Seele. Sie haben getanzt, als ob Sie frei wären. Ja, mir ist eigentlich relativ egal. Kommen Sie mal mit. Okay, Leute, vielleicht kann er mir jetzt zeigen, wer dieser Besitzer dieser Party ist. Wir müssen auf jeden Fall ihn zur Rede stellen. Giselle, bitte sag, niemand soll uns stören. Giselle? Okay, Giselle... Okay. Setzen Sie bitte in Rüssig. Hier sind ganz viele Leute. Wie soll ich mich da hinsetzen? Macht mal alle Platz hier. So. Warten Sie ganz kurz. Wir können, können einfach an den anderen Tisch gehen. Hier ist noch leer. Warten Sie. Hier ist ja leer, Sir. Hier sitzt ja keiner. Wir haben Platz. Das nächste Mal. Oh. Na, mach ich euch fertig. Okay. Alter, der macht einen Warnschuss einfach. Okay, ja. Wissen Sie jetzt, wo der Taki-Besitzer ist? Nun, was möchte so ein wohlgekleideter Mann wie Sie von diesem... Taki-Mann. Also wie soll ich das am besten erklären? Ich bin hergekommen, weil ich habe eigentlich ein Taki-Autohaus. Setzen Sie sich bitte hin. Ja, okay. Dann machen Sie sich gemütlich hier bei mir auf der Yacht. Bei Ihnen? Oh Gott, Leute, das ist ja... Dann sollte ich vielleicht nicht zu viel verraten. Ich bin ein großer Fan. Es gibt da so ein Taki-Autohaus. Ich hatte alle Taki-Autos und ich möchte eine Taki-Yacht erwerben. Excusez-moi.
Exquisimoor? Genau. Lassen Sie mich mal ganz kurz gucken. Eine kurze Mischscheiben. Oh, Sie sind russig. Sie sind ein YouTuber. Genau, und ich möchte eine Taki-Yacht kaufen. Ich habe mitbekommen, dass auf der... Sie wohnen in der Straße, der in der Nähe vom Theater. Ja, da in der Nähe des Theaters. Ein Haus, oh, Sie haben ein schönes Auto an die Decke geklebt. Ja, danke schön, aber könnten Sie mir jetzt lieber verraten, wie ich jetzt eine Taki-Yacht kaufen kann? Weil ich will unbedingt eine Yacht kaufen. Ah, Mensua, kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Warten Sie, ich muss hier durchkurbeln erstmal. Oh, Leute. Ja? Sie möchten also in den Besitz einer einzigartigen... Ja, ich würde sie auch gerne mal sehen überhaupt. Ja, ja, eine Taki-Yacht wäre mal gut. Wissen Sie was? Ja? Sie machen mir Spaß. Sie sind nicht so wie der andere. Spicy lecker. Okay, und jetzt, Also, ich habe eine Idee. Wir werden uns entfernen von hier. So Taki-Yacht, diese anderen Leute hier. Alles speziell lecker, Sie gefallen mir. Okay, perfekt. Folgen Sie mir, Monsieur. Er ist einfach runtergesprungen, Leute. Ich sag euch ehrlich, wenn das der Besitzer ist, wir müssen den eliminieren eigentlich, Leute. Okay, ich folge Ihnen. So, Leute, das wird geisteskrank. Ja, ich komme, Sir, warten Sie. Wir sind los, kommen wir. Ja, okay. Wohin gehen wir, Sir? So. Warten Sie dort, ich komme Sie jetzt abholen. Oh, okay, ich warte hier einfach. Was geht hier eigentlich ab, Leute? Hier rennen die Menschen komplett wir durch die Gegend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 200.000 gezahlt haben hier. Das ist unglaublich. Guckt euch das mal an, Alter, was hier abgeht für einen Film. Monsieur, meine lieben Mademoiselles, Messieurs, wir haben einen speziellen Gast heute. Ist so offen. Sein Name ist Russik, ein YouTuber, der sich interessiert für meine Taki-Yacht. Diese Taki-Yacht. Sehr wohl, ist teuer. Oh, warte mal, was macht er da? Er fliegt. Das Problem ist Russik. Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Informationen über Sie. Sie sind ein Dieb. Oh, oh. Ein böser Mann. Meine Jungs, snappen ihn euch. Was? Leute, wir sind aufgeflogen. Ich sagte, gib mir deine Waffe, Mann. Oh, oh. Komm her, Mann. Was geht hier ab, Alter? Die greifen mich an. Nimm das. Nimm das. Und, aua, 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 aua. Also Leute, die sind gut, die Securities von dem. Nimm das jetzt, nimm das. Okay, wir gucken jetzt, ob er schnell eine Waffe hatte, Leute. Wir nehmen seine Waffe. Okay, Leute, ich habe seine Waffe. Keiner rührt sich hier vom Fleck, Alter. So, wir müssen hier abhauen. So, weg mit euch allen, Alter. So, mach Platz jetzt, Mann. So, wo ist er jetzt hingeflogen, Leute? Oh Gott, die schießen auf mich. Oh Gott, Leute, wir müssen schnell wegschwimmen. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Und um die eskalieren komplett, Leute. Okay, wir schnappen uns ein Boot. Oh Gott, wir haben die Taki-Yacht irgendwie. Aber wir haben keine Informationen, Leute. Warte mal, vielleicht verfolgt mich hier einer von denen. Ich sag euch ehrlich, das ist die einzige Möglichkeit. Ich schwimme jetzt zu dieser komischen einsamen Insel. Hoffe, dass vielleicht mir ein Security hinterher schwimmt. Und den werde ich dann zur Rede stellen. Genau auf dieser Insel hier. Und werde diese Taki-Yacht besorgen, Freunde. Das ist der perfekte Plan, Leute. So, wir sind hier jetzt auf irgendeiner einsamen Insel. Absolut keine Ahnung, was hier abgeht. Aber wir gehen hoch. Okay, Leute, ich verstecke mich jetzt hier auf der Insel. Wir müssen uns hier... Hier ist ein Haus. Oha. Eigentlich relativ schönes Haus, Freunde. Wir gehen jetzt in die Küche rein. Und wenn der Typ kommt, ich werde ihn sofort zur Rede stellen, Freunde. Auf wem gehört das Haus denn, Leute? Wer ist das? Aber egal. Er muss ja irgendwo sein. Ich guck mal durch. Okay, Leute, pst, ganz vorsichtig. Mit noch eine Waffe. Ich werde ihn vielleicht in den Fuß schießen. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Ich weiß, es tut weh. Als erstes machst du deine Waffe weg, so. Zack, erstmal machen wir hier deine Waffe weg, mein Lieber. Und tragen dich hier erstmal raus. Wer bist du und warum jagst du mich, hä? Es ist eine meiner Anforderungen gewesen, Senor. Senor, es gibt jetzt eine Antwort. Du sagst mir jetzt, wo die Taki-Yacht ist und der komische Taki-Typ. Oder ich werde dich jetzt hier erledigen. Haben wir uns verstanden? Du glaubst nicht, dass ich... Du verstehst nicht, in was für einer misslichen Lage du... Ich glaube, du verstehst nicht, was ich gerade sage. Du sollst mir sagen, wo die Taki-Yacht ist. Ich sag's dir gerne, weil wenn ich dir sage und du dorthin gehst, bedeutet das deinen sicheren Tod. Ja, okay, dann sag es mir. Sofort. Die Yacht befindet sich im Hafen. Mhm. Aber nicht, weil der Typ Angst vor dir hat, sondern weil der Typ mit dir Schachmatt gesetzt hat.
Was redest du? Komm zum Punkt, Mann. Er hat die Tagejacht an den Präsidenten verkauft. Und jetzt? Und damit verlieren du die Lizenzen für alle Taki-Sachen. Und er ist der einzige Mann in Los Santos, der Taki-Produkte anbieten darf. Nein, der will mich komplett schon. Mein Taki-Shop, mein Taki-Autos. Steh Was auf! Was meinst du, warum wusste, dass du kommst? Steh auf! Was meinst du, warum Security gerade so sich so besonders anziehen? Alle anderen waren normal angezogen. Er musste dich erkennen. Ich weiß jetzt alles. Hasta la vista, mein Freund. Ich hab dir alles gesagt. Leute, habt ihr gehört? Die wollen mein Taki-Imperium stürzen. Wir müssen sofort zum Hafen und die Taki-Yacht bzw. den Kauf, Verkauf stoppen, Leute, bevor der Präsident die Yacht bekommt von ihm. Sonst ist alles vorbei, Freunde. Let's go dahin, Freunde. Aber ich glaube, wir werden Besuch bekommen, weil ich habe ein bisschen Leute abgeknallt, Freunde. Let's go. Leute, ich bin unterwegs zum Hafen. Hier vorne ist der Hafen und ich sehe da vorne schon ein lilanes Boot oder sowas. Das... Oh Gott, da ist es, Leute. Psst, wir fahren ganz langsam ran, Leute. Okay. Wir müssen jetzt hier auf diese Treppe. Okay. Oh. Günzburg, ich habe Ihnen alles gemacht, wie Sie es wollten. Ja, das stimmt. Damit... Ich nur noch die Papiere zu unterschreiben. Nichts wird unterschrieben! Oh mein Gott, Security! Nichts mit Security! Bleiben Sie stehen, Präsident! Bleiben Sie stehen! Nein, 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 nein. Er versucht zu fliehen, er versucht zu fliehen. Und rüber! Wow! Leute, er ist irgendwo runtergesprungen. Ist er in die Taki-Yacht oder was? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aua, aua. Nein, 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 die fällt. Oh, Leute, ich hab den Anker geschnappt, Oh nein, festhalten. Wow. Leute, haltet den Anker. Wow. Leute, ich hab immer noch, aua. Ja. Wir müssen warten, bis er abbremst, Leute. Er wird niemals damit rechnen, dass ich noch dran bin. Oh Gott, Leute, ich bin an der Taki-Yacht dran. Wow, er wird hier vielleicht parken. Oh Gott, wir haben es gut drauf geschafft. Okay, psst, Leute, er parkt. Okay, Leute, ich glaube, er will jetzt abhauen. Wo ist... Okay, warte. Bleiben Sie sofort stehen! Präsident, bleiben Sie stehen! Okay. Bleiben Sie sofort stehen, Herr Presidento. Was haben Sie da mit dem Taki-Typen da am Hut, hä? Ich... Hab mit ihm nichts am Hut. Ich wollte diese Taki-Yacht haben. Also, mein Lieber, und dafür wollten Sie mein Geschäft kaputt machen? Das war es Ihnen wert, meine Taki-Lizenz zu entnehmen für irgendeine Taki-Yacht? Sie haben recht, es tut mir leid. Aber das Problem ist, ich habe mein Sekretär zu Ihnen hingeschickt und es war kein Taki-Auto mehr übrig. Es sind jetzt mehr als genug Taki-Autos übrig. Wie? Seit wann? Ja, die neue Lieferung, keiner will sie mehr kaufen wegen dieser ganzen Taki-Party-Yachten. Oh, das tut mir leid. Wenn Sie wollen. Ja? Ich will sie umbringen! Oh. Leute, das ging vielleicht zu weit, aber... ich war das nicht. Ich habe den Präsidenten erledigt. Aber das Wichtigste ist, Leute... Oh, wartet mal. Ich werde angerufen. Ich gehe jetzt kurz an mein Telefon, Freunde. Oh, oh. Warte mal, wer ruft mich an, Freunde? Das ist jetzt eine gute Frage. Hallo? Hallo? Lucy? Ja, Tuan, ich habe ein großes Problem, Bro. Ja, merke ich. Du hast den Präsidenten umgeplagt. Ja, genau. Ich hab du bist im Fernsehen und danach gekannt. Ja, okay, das ist da. Tschüss. Oh Gott. Leute, wir haben ein gigantisches Problem, Freunde. Wir haben den Präsidenten erledigt, aber wir haben die legendäre Taki-Yacht geklaut. Oh mein Gott, sieht die crazy aus. Schreibt mir in die Kommentare, was ich damit machen soll und wie ich jetzt von der Polizei entkommen soll. Lasst ein Like da, abonnieren und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.